Moin Moin und willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal von Thomas Elektronik. Ich bin Sascha und heute gibt es das Produktvideo zum neuen Frame 2021 am Beispiel des GQ50 LS03A. Legen wir los. Im heutigen Video geht es ja wie gesagt um ein bisschen mehr Detailarbeit für das Produkt selber. Das Unboxing haben wir natürlich vorher schon abgedreht. Ich verlinke euch das Video gerne in der Infobox. Falls ihr in dem Zuge noch nicht Abonnent seid, werdet ihr es am besten jetzt. Aktiviert die Glocke und lasst uns auch gerne ein Like da. Und ansonsten gehen wir heute speziell auf die technischen Details ein. Was hat sich verändert? Hat sich überhaupt was verändert? Und natürlich primär auch um das neue Design, die neuen Rahmenfarben und auch die neue Rahmenform. Und deshalb würde ich sagen, legen wir dann direkt los. Beginnen wir mit der technischen Seite des neuen Frame. Dort kann man sagen, hat sich tatsächlich gar nicht so viel Gravierendes verändert. Die Frame 2021 haben auch genauso wie im letzten Jahr die neu eingeführte Dual-LED-Technik. Sprich, wir haben hier eine Beleuchtungsart, die zwei Beleuchtungsquellen nutzt quasi, was den Vorteil hat, dass wir zum einen natürlich noch einen besseren Schwarzwert, besseren Kontrast und noch ein bisschen besser und präzisere Lichtsteuerung bekommen. Wir haben auch hier, wie im letzten Jahr, 1000 Nits Helligkeit zur Verfügung, genauso wie wir auch im letzten Jahr im Endeffekt auch hier 100 Hertz Panel haben. Allerdings, und hier kommt ein kleiner Unterschied, 100 Hertz fängt 2021 erst in Anführungsstrichen bei den 55 Zoll Geräten an. Die Geräte darunter, sprich der 50 Zoll und der 43 Zoll, haben ein 50 Hertz Panel verbaut. Der später im Jahr kommende 32 Zoll, der hat natürlich auch ein 50 Hertz Panel. Bei dem muss man sagen, hat sich verändert, dass er anders als im letzten Jahr dieses Jahr dann endlich auch einen SAT-Tuner bekommt. Im Endeffekt ist es das dann auch schon von der technischen Seite. Wie gesagt, die Geräte sind dort ja identisch eigentlich mit dem der 2020 Modelle. Von daher würde ich sagen, falls ihr da noch ein bisschen mehr technischen Hintergrund haben möchtet, verlinke ich euch gerne unser Video vom Frame 2020, denn wie gesagt, die Details kann man eigentlich genauso übernehmen für dieses Jahr. Der eigentliche, wirkliche große Sprung hat sich eigentlich beim Design getan 2021. Im Unboxing erwähne ich es schon, aber das Gerät ist zum Vorjahr um 50% dünner geworden. Sprich, von der Tiefe her hatten wir letztes Jahr noch 48,9 mm. Tiefe sind es dieses Jahr nur noch 24,8. Das ist wirklich ein merklicher Sprung, wesentlich dünner. Es fügt sich jetzt dadurch noch besser in den Raum ein. Es wirkt jetzt auch noch mehr wie ein Gemälde. Das ist eine wirklich, wirklich klasse Geschichte. Dazu gibt es dieses Jahr natürlich dann auch neue Rahmen. Das Gerät ist dünner geworden, wir brauchen also neue Rahmen. Dort gibt es in der Basis drei verschiedene Farben. Wir haben einmal Teak, das ist eine helle Holzoptik. Wir haben normales Braun, das ist eine dunkle Holzoptik. Und das klassische Weiß. Und hinzu kommt noch zwei weitere Varianten. Und diese mit einem neuen Formfaktor, denn es wird dieses Jahr auch abgeschrägte Rahmen geben, dort auch in Weiß und in der neuen Farbe Terracotta. Aber man muss dazu sagen, diese beiden neuen Rahmenvarianten, diese abgeschrägten, gibt es zum Start erstmal nur bei der 55 Zoll Variante und bei der 65 Zoll Variante. Ob die noch erweitert werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Leider sind die Rahmen auch zum Zeitpunkt dieses Videos noch nicht in den Handel gekommen. Deswegen blenden wir euch die Bilder der Rahmen und der neuen Form als Bilder ein. Das eigentliche Highlight der Frame-Serie ist und bleibt natürlich der sogenannte Art-Mode. Den haben wir jetzt auch im Hintergrund angeschaltet. Dort, wo man im Endeffekt sich diese ganzen tollen Gemälde, Kunstwerke anzeigen lassen kann, über den Art-Store, wo es über 1400 Kunstwerke aus den berühmtesten Museen mittlerweile gibt, wo man aber auch natürlich seine eigenen Bilder hochladen kann und diese arrangieren können in einer Diashow, um das Ganze halt dem Fernseher quasi im ausgeschalteten oder nicht benutzten Betrieb ja dieses Gemälde-Kunstwerkartige zu geben, damit da kein schwarzes Viereck an der Wand hängt. Dazu hat er natürlich auch die ganzen Sensoren, die es auch schon im letzten Jahr gab. Wir haben den Helligkeitssensor,
wo der Fernseher einfach merkt, wenn das Licht im Raum heller oder dunkler wird, passt sich die Helligkeit des TV-Gerätes an. Wir haben den Bewegungssensor, sprich verlässt man den Raum, registriert der Fernseher das nach einer gewissen Zeit und schaltet das Gerät aus, sodass nicht unnötig Strom verbraucht wird. Und natürlich kann man natürlich auch Helligkeit, Farbton und ähnliches individuell anpassen, um den Gemälden seinen ganz eigenen Touch zu geben. So viel also zum Art Mode. Natürlich, die Standard-Features sind natürlich auch dabei. Die Frame-Serie, so wie auch im letzten Jahr, hat einen Triple-Tuner drin, einen einfachen Triple-Tuner, sprich wir haben die Tuner für Satellit, Kabel und DVB-T 2 HD jeweils einmal mit an Bord. Wir haben auch die PVR. Funktion, sprich wir können ein Programm über eine externe Festplatte aufnehmen und auch ganz wichtig dieses Jahr, beginnend ab den 55 Zoll Geräten ist auch ein HDMI 2.1 mit dabei, das ist dann der Port 4, an dem dann 4K 120 Hz Support ist. Ab den 55 Zoll haben wir auch AMD FreeSync Premium Pro mit an Bord, VRR und ALLM, sprich ab 55 Zoll haben wir auch den Next-Gen Gaming Support mit an Bord, das ist sicherlich auch ganz wichtig. Und ja, das ist eigentlich alles, was wir zum Frame 2021 sagen können, an Neuerungen oder Verbesserungen zum Vorjahr. Das war unser kleines Produktvideo zum Frame 2021 am Beispiel des Geku 50 LS03A. Unser Fazit ist, wie auch schon im letzten Jahr, wirklich sehr, sehr positiv. Samsung hat eigentlich an den Stellen verbessert, wo es noch Verbesserungspotenzial gab. Das Gerät ist wesentlich schmaler geworden, was uns sehr gut gefällt. Die neuen Rahmenfarben und auch die neue Form sind auch wirklich klasse. Man hat sich auch zumindest ab der 55 Zoll Variante für die Gaming Performance entschieden, was wir auch sehr gut finden. Also alles in allem auch der Frame 2021 ein wirklich klasse Gerät, wenn man ein bisschen mehr als nur einen Fernseher haben möchte. Und ja, da bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne ein Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt Samuas Elektronik, packt ein Gerät aus oder stellt es vor. Bis dahin, tschüss aus Hamburg.